Willkommen zur Videolösung der sechsten Serie. Wir besprechen die Aufgabe 1. Ich lese sie kurz vor. Auf der einzigen Natureisbahn der Welt, in St. Moritz, Gelerina, erreichen die Bobs in der Horseshoe-Kurve Geschwindigkeiten von 145 km pro Stunde. Der Radius der Kurve beträgt 33 Meter. Teilaufgabe A. Der Pilot muss die Kurve so fahren, dass das Eis keine tangentialen Kräfte auf die Kufen ausübt. Zeichnen Sie unter dieser Bedingung die Kraft des Eises auf den Bob ein, sodass er optimal durch die Kurve fährt. Also wir haben die Situation auf dem Aufgabenblatt gegeben. Wir haben, das ist eine typische Aufgabe zur schiefen Ebene, wobei der Bob wie immer durch einen Massenpunkt gezeichnet wird. Die Ebene ist um einen Winkel Alpha geneigt. Jetzt in Teilaufgabe A ist eigentlich bereits alles gegeben. Es wird gesagt, das Eis soll keine tangentialen Kräfte auf die Kufen ausüben. Ja gut, dann ist die einzige Kraft, welche das Eis auf den Bob ausüben kann, senkrecht dazu. Das kann man gleich einzeichnen. Wie hier gezeigt, die Kraft des Eises auf den Bob zeigt senkrecht zur Ebene und das ist natürlich gerade die Normalkraft des Eises auf den Bob. Jetzt in Teilaufgabe B wird gefragt, welche weitere Kraft wirkt auf den Bob? Zeichnen Sie diese ein. Das ist ganz klar, welche weitere Kraft noch auf den Bob wirken muss. Wie schon in der letzten Serie gesagt, eine Kraft, die man sicher immer einzeichnen kann bei diesen Aufgaben, ist die Gewichtskraft. Was man dann hier bezeichnet mit Fg, das ist eigentlich bereits alles, was man in Teilaufgabe B machen muss. Jetzt kann man natürlich, wenn man will, diese Gewichtskraft noch in Komponenten zerlegen, wie wir das jeweils in den letzten Serien gemacht haben, also in eine Gewichtskraftkomponente parallel zur Ebene und eine senkrecht zur Ebene, damit man besser analysieren kann, was genau passiert. Also die Gewichtskraft bewirkt sicher noch eine Kraftkomponente parallel zur Ebene, eine Hangabtriebskraft und sozusagen eine Anpresskraft auf die Ebene, Fg senkrecht, welche natürlich zum Teil zumindest von der Normalkraft oder von der Kraft, welche das Eis auf dem Bob ausübt, kompensiert werden muss, damit der Bob nicht in die Ebene reinfällt. In Teilaufgabe C ist gefragt, was bewirkt die Summe der beiden Kräfte aus A und B? Zeichnen Sie ein. Ja, die Summe der beiden Kräfte aus A und B, also die Summe der Kraft vom Eis und die Gewichtskraft, muss zusammen natürlich eine Kraft geben, welche in diese Richtung wirkt, das muss mir die wirkende Zentripetalkraft geben, weil unser Bob bewegt sich ja auf einer Kreisbahn. Das heißt, es muss schlussendlich irgendwie eine Kraft zustande kommen, welche genau zum Kreismittelpunkt hin zeigt. Ich habe das hier eingezeichnet mit FZP, F-Zentripetalkraft. Und das ist genau die Summe der Kraft, welche das Eis auf dem Bob ausübt, zusammen mit der Gewichtskraft. Jetzt, da wir die Gewichtskraft bereits noch in Komponenten eingezeichnet haben, kann man sich auch ein wenig besser vorstellen, wer genau welche Kraftkomponente ausübt. Das heißt, die Normalkraft oder die Kraft, welche das Eis auf den Bob ausübt, kompensiert zum einen die Gewichtskraft, welche senkrecht zur Ebene steht, und noch die Komponente,
der Zentripetalkraft, welche senkrecht zur Ebene steht. Und die Hangabtriebskraft gibt uns genau die Komponente in Hangrichtung, welche nötig ist, um eine Zentripetalkraft zu erhalten, welche zum Kreismittelpunkt hin zeigt. Ja, damit sind die Teilaufgaben A, B und C eigentlich alle gelöst. Wir können jetzt die Situation ein bisschen vereinfacht darstellen. Wir brauchen die Komponenten hier eigentlich nicht mehr. Das war nur ein wenig als Hilfe, als Überlegung. Aber grundsätzlich, alle Kräfte, die wirken, kann man in einem simpleren Diagramm aufzeichnen, als wir das bisher gemacht haben, nämlich auf diese Art und Weise hier. Die Gewichtskraft ist eine Kraft, die wirkt, und das Eis bewirkt eine Kraft auf dem Bob. Die beiden Kräfte zusammengezählt ergeben eine Kraft, welche genau zum Kreismittelpunkt hinwirkt, nämlich die Zentripetalkraft. In Teilaufgabe D ist nun gefragt, wie groß ist der Neigungswinkel Alpha bei der gegebenen Geschwindigkeit, damit die Bedingung aus A erfüllt ist. Ja, wie gesagt, die Bedingung aus A ist erfüllt, wenn das Eis keine tangentialen Kräfte auf den Bob ausübt, das heißt, die Kraft zeigt eben genau senkrecht zur Ebene und beide Kräfte zusammengezählt müssen dann die einzige noch nötige Kraft ergeben, nämlich die Zentripetalkraft. Das heißt, wir können eigentlich die Bedingung an den Winkel Alpha direkt aus diesem Parallelogramm herausfinden. Was wir noch machen müssen, ist, den Winkel Alpha zu identifizieren. Ich habe schon in der letzten Serie gesagt, wenn wir jeweils die Kräfte in Komponenten aufteilen, parallel und senkrecht zur Ebene, kann man immer irgendwo den Winkel Alpha finden. Hier ist das genau gleich. Wir haben hier einen rechten Winkel, wir haben hier einen rechten Winkel und können dann ziemlich schnell diesen Winkel als den Winkel Alpha identifizieren oder auch diesen Winkel hier oben. Das sind ja eigentlich die gleichen Dreiecke, einfach gespiegelt. Ja, wieder, wenn jemandem die Winkelgesetze nicht mehr so präsent sind oder jemand, der das vielleicht nicht so schnell sieht, man kann das, wie beim letzten Mal schon gesagt, phänomenologisch ein bisschen betrachten. Man kann sich überlegen, ja, in einem dieser Dreiecke muss entweder der oder der Winkel Alpha sein. Was passiert mit diesen zwei Winkeln, wenn ich zum Beispiel den Winkel Alpha kleiner mache? Wenn ich den Winkel Alpha kleiner mache, ja, dann wird dieser Winkel kleiner und der hier größer. Das heißt, das hier muss meinem Winkel Alpha entsprechen. Ja, jetzt können wir noch die Kräftegleichung aufschreiben. Die Kraft vom Eis plus die Gewichtskraft muss die Zentripetalkraft ergeben. Das ist mal die Bedingung, die eigentlich bereits aus Teilaufgabe A erfüllt sein muss. Und den Neigungswinkel Alpha, den können wir jetzt eigentlich direkt aus dieser Skizze hier rauslesen. Zum Beispiel, wenn wir hier den Winkel Alpha bestimmen wollen, das ist ja genau die Gegenkathete über die Ankathete, das hier ist die Hypotenuse. Das heißt, Gegenkathete über Ankathete gibt mir den Tangens von diesem Winkel Alpha. Also betragsmäßig, die Zentripetalkraft betragsmäßig geteilt durch den Betrag der Gewichtskraft ergibt mir den Tangens des Winkels Alpha.
Tangens Alpha ist gleich Zentripetalkraft, der Betrag davon geteilt durch den Betrag der Gewichtskraft. Und für beide von diesen Ausdrücken haben wir eine Formel. Die Zentripetalkraft entspricht m mal der Geschwindigkeit im Quadrat über r, und der Betrag der Gewichtskraft ist einfach m mal g, also die Masse mal die Erdbeschleunigung. Das können wir jetzt direkt auflösen nach Alpha. Also Alpha ist der Arctangens von v² über r mal g. Das ist bereits das Endresultat für diese Teilaufgabe. Wir haben alle Werte gegeben und können den Winkel Alpha noch ausrechnen. Das wurde im Skript in der Musterlösung gemacht. Das gibt 78,7 Grad. Nun zur Teilaufgabe E. Wie groß ist in dieser Kurve der Betrag der Kraft, mit welcher das Eis auf den Bob wirkt? Wie viele G muss der Pilot ertragen? Das heißt, in Teilaufgabe E suchen wir die Normalkraft oder eben die Kraft, welche das Eis auf den Bob ausübt. Ja, wir können das jetzt eigentlich auf zwei Arten machen. Ich schreibe die kurz hin. Einerseits können wir der Betrag dieser Kraft hier einfach über Pythagoras berechnen. Das hier ist der betragsmäßige Fg. Das ist die Zentripetalkraft. Das heißt, die Hypotenuse ist die Wurzel aus der Summe der Quadraten der einzelnen Beträge dieser beiden Kräfte. Also das heißt, betragsmäßig ist die Kraft vom Eis gleich der Betrag der Gewichtskraft im Quadrat plus der Betrag der Zentripetalkraft im Quadrat. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit. Wir können auch, indem wir nicht Pythagoras benutzen, sondern trigonometrische Gesetze, zum Beispiel, wenn wir uns diesen Winkel Alpha hier anschauen, zu diesem Winkel Alpha ist die Zentripetalkraft die Gegenkathete, die Kraft F1 ist die Hypotenuse, das heißt, der Betrag der Zentripetalkraft geteilt durch den Betrag der Kraft vom Eis ergibt mir der Sinus von diesem Winkel Alpha. Und umgekehrt ist die Eiskraft, die Kraft vom Eis betragsmäßig, also der Betrag der Zentripetalkraft geteilt durch der Sinus vom Winkel Alpha. Ja, beide von diesen Ausdrücken kann ich berechnen und das wurde in der Musterlösung gemacht, ist nicht sehr schwierig. Das gibt schlussendlich eine Kraft von etwa 22,1 kN. Jetzt ist zusätzlich noch gefragt, was für eine Beschleunigung diese Kraft entspricht. Und die Beschleunigung erhält man jeweils, indem man einfach die Kraft noch teilt durch die gesamte wirkende Kraft durch die gesamte Masse.
Also er gibt uns, das heißt, diese Kraft entspricht dann, wenn wir das durch die gesamte Masse von Bob und Fahrer teilen, das entspricht einer Beschleunigung von 50,12 Metern pro Sekunde im Quadrat. Und wenn jeweils gefragt ist, wie vielen G das entspricht, müssen wir einfach noch schauen, wie viel mal die Erdbeschleunigung ist, diese Beschleunigung hier. Und das ist genau 5,11 mal 9,81 Metern pro Sekunde oder eben 5,11 mal G. Das heißt, das ganze System aus Bob und Fahrer und somit dem Fahrer selber sind einer Beschleunigung, einer fünffachen Erdbeschleunigung ausgesetzt in dieser Kurve der Bobbahn. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Videolösung. Auf Wiedersehen!